Und seit da? Und da haben die einen riesigen Modellflughafen gebaut und der funktioniert. Die haben da Flugzeuge an ihrem Terminal stehen außen und diese Flugzeuge fahren dann über die Rollstrecke zur Start- und Landebahn und starten da und heben echt ab. Also das klingt jetzt vielleicht nicht so ultra spektakulär, aber wenn ihr da steht und ihr seht, wie diese Flugzeuge mit dem Mechanismus abheben und ihr begeistert euch so ein kleines bisschen für Modellbau, das ist schon toll. Also echt, muss ich echt sagen, da kann man extrem viel machen. Und oh, also was es da alles an Details zu sehen gibt und so, die haben im Prinzip diese Modellbauanlage halt im Prinzip in einem Raum stehen, in einem riesigen Zimmer und haben da dann so ein Geländer, also wie so ein Zaun halt hingebaut, dass die Leute da nicht drankommen und haben da dann aber Knöpfe dran, wo man alle möglichen Sachen betätigen kann. Und da gehen dann zum Beispiel irgendwo Lichter an oder. Moment mal, ist es hier mit Pac-Man cool? Kunstgriff, sind das neue Missionen? Cool, neue Missionen. Moment, ich suche gerade mal kurz was aus und dann erzähle ich weiter. Moment. Wahltag. Oh, sehr schön, es gibt neue Missionen. Kunstgriff. Kenne ich gar nicht mehr. Auftrag. Bane, was haben wir noch? Elefant. Da gibt's die alten gibt's gar nicht mehr. Ukrainischer Job, den gibt's. Das ist noch das Übliche. Bankraub. Tja, Ratten, Wachhunde, Brandstifter, der Zahnarzt, was es alles gibt. Kunstgriff. Tja, was ist das? Oh, da geht der Webbrowser erstmal auf. Nein, das mache ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Leute. So. Wie gesagt, ich suche mal ganz kurz eine Mission, dann geht's weiter. Nachtclub. Ah, die sind schon in-game. Dann join ich da einfach mal ganz kurz rein und nerv die jetzt mal beim Spiel. So, also bei dieser Flughafen, wenn ihr dort seid und wie gesagt euch ein bisschen dafür interessiert, dann wird euch das garantiert gefallen. Ah, und genau, bei den Knöpfen war ich, so war's. Richtig. So, ah ne, jetzt bereiten wir die Maske mal noch nicht vor. So, und dann machen wir das erst hier. Und nehmen hier unsere schallgedämpfte Waffe. So. Ah, wie schön, Hintergrundmusik im Spiel. Ein paar Leute fesseln hier. Zack. Ah, ich glaube, da müssen wir jetzt in den Ding. Scheiße. Die fesseln wir mal ganz kurz. Hier muss ja irgendwo. War hier nicht irgendwo der Key? Ach, F halten, um zu öffnen. Na komm, dann machen wir auf hier. Zack. Zack. Hier muss doch irgendwo der Key sein. Das gibt's ja nicht. Ja, auf jeden Fall gibt's dann da so alle möglichen Sachen, die ihr machen könnt. So Aktionen, die ihr betätigen könnt. Also da passiert dann immer so ein kleines Detail. Aber es ist echt interessant. Und da haben die dann auch so ein Schloss zum Beispiel gebaut, wo dann bei Nacht ab und zu mal brennt, wo dann so ein Feuerwehrauto einen Hügel hochfährt und alles. Also schon cool, echt. So, was müssen wir hier nochmal machen? Ah, dahin. Genau.
gehe ich da jetzt mal hin. So. Was ist mit dem los? Hä, hä? Lol. Okay, warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Also kurz zusammengefasst, da passieren dann immer einige Sachen. Und ihr könnt einfach echt richtig viel dort machen. Und seid da auch eine ganze Weile beschäftigt, aber das ist ein tolles Erlebnis. Da wird dann auch, weiß nicht, so alle Viertelstunde, 20 Minuten oder so, wird dann Nacht. Und es sieht einfach so hammer aus. Ich darf jetzt, ich würde gerne, aber ich darf urheberrechtlich keine Bilder davon hier einblenden. Sonst würde ich da echt Stress kriegen. Und den, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ihr versteht, denke ich, warum. Außerdem soll man sich ja aufs Spiel konzentrieren. Der Bohrer kackt mal wieder ab. Ja gut, der macht das. Gut. So. Was gibt's noch zu sagen? Was haben wir in Hamburg noch gesehen? Ja gut, wir sind natürlich einfach ein bisschen auch in der Gegend rumgelaufen und haben uns die Stadt angeguckt. Also halt wirklich die Innenstadt und so. Einfach wie es da aussieht, das ist, auch wenn das jetzt nicht das ultimative Sightseeing ist und alles, aber das ist trotzdem auch interessant. Und boah, Alter, immer diese Wartezeiten, ganz ehrlich. So. Ja, was gibt's noch zu Hamburg zu sagen? Was natürlich auch ganz bekannt ist, sind die Landungsbrücken. Logisch, da waren wir auch. Gar keine Frage. Ah, Moment mal, ich kann mal hier meine Maus abziehen, die ist geladen. Und auch wieder connected. So. Genau. Passt. 10 Sekunden noch, dann ist der Bohrer hier fertig. Ja, was habe ich noch in den Ferien gemacht? Hamburg, wie gesagt, war toll. 3 Tage Städtetrip. Hat echt Spaß gemacht. Danach, gut, war ich dann auf der Judo-Freizeit eine Woche, was auch ganz, ganz geil war. Und sonst, ja. Was haben wir noch gemacht? Moment mal. So. Ja, das stimmt. Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hinschießen. Da ist was dran. Einfach so ein paar Schüsse durchs Gebäude bringen, gezielt. Scharfschützen. Da haben wir einen. Da hatten wir einen. Ist immer so schön, dass sie Laser haben. So. Auf jeden Fall. Ja, Judo-Freizeit eine Woche. Haben wir im Prinzip den üblichen Quatsch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal davon erzählt habe. Auf jeden Fall, ja. Da gibt es dann immer so Sachen wie, wir gehen klettern in die Kletterhalle oder wir gehen ins Schwimmbad oder sowas. Ich bin halt als Betreuer dabei und passe auf die kleinen Kinder auf. Und ansonsten, ja, ansonsten, was haben wir noch gemacht? Eine Übernachtung gab's, wo ich allerdings nicht dabei war, weil ich mit einer Freundin im Open-Air-Kino war. Das gibt's bei uns immer im Sommer. Wir haben so ein kleines Schloss bei uns in der Gegend. Und eins von unseren Kinos in der Stadt veranstaltet da im Sommer immer so ein Open-Air-Kino. Und da laufen dann ein paar neue Filme, ein paar bekannte. Scheiße, ich habe einen Zivilist getötet, fuck. Und ja, da haben wir einen Film angeguckt zusammen, was echt cool war. Und sonst, was haben wir noch gemacht? Jetzt in der letzten Woche, manche von euch werden es vielleicht auf Facebook gelesen haben, in der letzten Woche jetzt, da war ich in Tunesien und das hat echt richtig Spaß gemacht.
Also Tunesien ist ein tolles Land, muss ich sagen. Wir waren zwar nur eine Woche dort, haben aber schon so ein paar Sachen mitgekriegt. Also, das habe ich schon. Wie lange noch? Okay. 3 Minuten knapp. Gut, ein paar Geiseln haben wir. So. Ja, und wo wir in Tunesien waren, da haben wir dann halt so Sachen gemacht wie Quad fahren. Wir waren mal einen Tag in der Wüste unterwegs. Weiß nicht, einige von euch werden wahrscheinlich Star Wars gesehen haben. Oder vielleicht auch die meisten, keine Ahnung. Und ein Teil von Star Wars wurde in Tunesien gedreht. Und dort, wo das gedreht wurde, da waren wir. Also das, die von euch, die Star Wars gesehen haben, kennen sicher Tatooine, diesen fiktiven Planet. Ja, hahaha, ich habe fiktiv gesagt. Nee, mal Spaß beiseite. Der erfundene Planet Tatooine. Der Name kommt eigentlich von der Stadt Tatooine, die wirklich in Tunesien genau dort ist, wo die das gedreht haben. Oder auf jeden Fall also überhaupt nicht weit. Da kommt dieser Name her. Und so, alle vier sind noch am Leben. Das ist gut. Da steht mal wieder ein Sniper, den man abräumen kann. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt kommen die hier zum Dach rein, Alter. So, dann helfen wir denen mal. Ah, der andere hat ihm geholfen, okay. Oh, einmal SWAT. SWAT-Alarm. Oh, das war ja harmlos. Okay, jetzt kommt gleich einer vom Dach reingeschissen. So, das war's. Immer schön nachladen. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir uns dann so eine kleine Stadt angeguckt, wo man wirklich so auch in Star Wars gesehen hat. Komisch, was für eine Überraschung. Und haben da dann. Was mache ich immer? Wieso töte ich immer die Zivilisten? Wie schlecht bin ich eigentlich? Ja, sind dann an dem Tag in der Wüste auch auf Kamelen geritten. Also, muss schon sagen, es ist speziell, aber es ist schön. Also ein tolles Gefühl. Und das erlebt man natürlich nicht alle Tage. Ich meine, klar, mal im Zirkus irgendwie in der Manege im Kreis reiten, toll. Aber wann hast du das schon mal, dass du in der Wüste bist und auf Kamelen reitest? Und jetzt nicht irgendwie so eine massenhafte Touristengruppe oder so. Nee, wirklich nur meine Mom und ich, die da jetzt zusammen eine Woche in Tunesien waren. Mehr Leute waren wir nicht. Und das hat dann halt schon was viel Persönlicheres, als wenn man mit so einer, sagen wir, 5 oder 10 Mann großen Touristengruppe da rumrennt. So. Im Moment ist er echt ruhig. Wie lange dauert dann das hier noch? Oh, nicht mehr lang, das ist gut. Ja, das haben wir ja gerade. So. Zack. Oh Gott, da muss ja jeder eine Tasche nehmen. So. Jetzt müssen wir irgendwie rauskommen. Oh, und wir dürfen nochmal warten. Mann, dieses Spiel ist so heftig auf Zeit ausgelegt. Das gibt's gar nicht, Alter. Scharfschützen, natürlich. Stirb! Nimm jetzt die andere Waffe wieder, die ist stärker. Irgendwie jucken mich die Rauchgranaten nicht so extrem, obwohl doch hier schon. Scheiße. Okay, Leben habe ich nicht mehr viel. So. Ja, wie gesagt, ich meine, wann hat man das schon mal, wenn man irgendwie in einem Land ist, wo man die Möglichkeit hat? Da muss man das natürlich auch nutzen, ist ja klar.